In den vergangenen Tagen wurde intensiv diskutiert und verhandelt, wie die Gelder für die Kinderbetreuung zukünftig eingesetzt werden. Welches Ergebnis gibt es? Ja, um sicherzustellen, dass wir den notwendigen Ausbau wirklich schaffen in den nächsten Jahren, weil es wird ungefähr 380 bis 400 Plätze jährlich mehr brauchen, ist es notwendig, dass wir in einem Bereich mit dem Zuschuss zurückfahren. Und es ist immer schmerzlich, wenn Förderungen und Zuschüsse, die gegeben worden sind, reduziert werden. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass der Zuschuss für alle Eltern weiterhin zur Verfügung steht. Jedoch in einer halbierten Form, nicht mehr 50, sondern 25 Euro für eine Vollbetreuung und 12,50 statt 25 für eine Halbbetreuung. Zusätzlich dazu, und das ist mir persönlich sehr wichtig, gibt es jedoch einen Kinderbetreuungsfonds, dass Alleinerziehende und Eltern mit geringem Einkommen da wirklich unterstützt werden. Es ist mir ganz wichtig, dass die Kinderbetreuung nicht am Geld scheitert, sondern genau für diese Zielgruppe wird es Geld geben, und das kann in Einzelfällen je nach Situation der Familie auch mehr sein als das, was sie bisher bekommen haben. Wie kommt man in den Genuss der Förderung? Wir werden jetzt in den nächsten Wochen, und ich hoffe, dass wir es schnell schaffen, die ganz konkreten Richtlinien ausarbeiten, welche Anspruchsberechtigten es gibt. Und die Antragstellung wird ab September im Referat für Familien des Landes sein. Und wir werden parallel dazu sehr breit die Information geben, welche Unterstützungsmöglichkeiten es ja zusätzlich noch gibt. Es gibt von Bundesseite die AMS-Kinderbetreuungsbeihilfe. Es gibt die Möglichkeiten, auch den steuerlichen Absetzbetrag und den Kinderfreibetrag in Anspruch zu nehmen. Und mir ist wichtig, dass die Gelder, die da sind, möglichst gut eingesetzt werden, dass wir möglichst Doppelförderungen vermeiden, aber denjenigen Familien und Alleinerzieherinnen helfen, die es wirklich brauchen, damit das Kind in einer guten Betreuung sein kann.